Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Harvest Moon of Wonderful. Ja, der gute Van ist gerade in der City und der kriegt natürlich von mir gleich ganz viele Sachen, die er kaufen kann. Natürlich auch kauft. Wie zum Beispiel ein paar Göttin-Tropfen. Heute, wie gesagt, kein großer Verkaufstag. Einfach nur, oh, Van ist zufällig gerade da. Erleichtern wir doch unsere Tasche. Alle. Ja gut, jetzt haben wir fast. Jetzt fehlen noch gute 6.400. Kann man mal machen. Kann wir so einen guten Cody. Ist bestimmt unten. Finde ich auch irgendwie komisch hier. Ach, da ist er. Holi. Hi, wie geht's? Heute ist mein Kopf voller Ideen von neuer. Er ist tatsächlich Künstler. Ich finde ihn mehr als nur fragwürdig. Aber er kriegt von mir einfach meine Spielblume. Weil er das ja schon mal lecker ist, das für mich. Ja. Jetzt nicht. Wirst du es später? Okay, er denkt wohl gerade nach. Lecker. Okay, Fester 2.0. Er findet Blumen lecker. Bei ihm wundert mich das, glaube ich, genauso wenig, wie mich das bei Fester wundert. So. Ist das Bueno, was da kuschelt? Oder ist es unsere eventuell schwangere Kuh? Komm, Beifuß kriegst du ja einen leckeren Beifuß. Der schmeckt. Okay, Bounty geht. Ist es Bounty? Hey, wie geht's dir? Kühe geben mir jetzt halt wenig. Okay, ich wollte eigentlich schauen, was unser Kind da an der Pflanze macht. Was machst du da? Suchst du was? Okay, ja, ich kann dich gerne hochheben. Ah, Papa, Arm kuscheln. Ja, dann wird es einmal gekuschelt und hier das mit der Strophe. Ich habe vergessen, was das war. Nein, nein, okay. Hocharm. Okay, doch wieder Hocharm. Auf Arm kuscheln. Kuscheln. Ja, ist scheinbar sehr verkuschelt. Kuscheln. Mag Papi, das freut mich. Kuscheln. Kuscheln und er mag mich schön. So. Ich glaube, der findet unsere Bäume recht spannend, habe ich so das Gefühl. Schau mal, das ist meine neue Kuh, das ist Bueno. Bueno geht's gut. Hallo, ich bin nur ein wenig herumgelaufen. Ja, du darfst dir auch ruhig meine Kühe anschauen. Wirst du nicht irgendwas Böses mit denen vorhaben? Ja gut, dann holen wir es langsam mal wieder rein. Dass die drinnen fressen. Ich glaube, der eine Kuh ist so langweilig. Stell dir doch mal vor, du bist so einen ganzen Tag immer in diesen scheiß Gitter da eingesperrt. Ich finde das sehr nervig. So, melken wir mal. Okay, wir haben, glaube ich, das sind drei Sterne da drum. Also muss das die gute Milch sein. Okay. Gibt es irgendwas Neues? Normal, normal, isoliert. Normal, normal. Okay. Haben wir keine Auffälligkeiten. Ich frage mich, weil unser Sohn kann sich praktisch entscheiden, welchen Beruf er mal lernen möchte. Für was er sich entscheiden wird. Aber wenn das so die Pflanzen anschaut, sage ich fast, er wird Bauer. Also er kann Künstler werden, Bauer, Sportler. Ich glaube, es gibt sogar eine Unterscheidung zwischen Viehhalter und normaler Anpflanzmensch.
Und auf jeden Fall kann unser Sohn sich da entscheiden, was er machen will. Und ich bin mal gespannt, wofür er sich. Es ist Zeit zu schließen. Ja, dann schließ, wenn. Wenn, mach dann. Das war's für heute. Ja. Ich gehe jetzt heim. Ja, dann geh heim. Ab nach Mineral Town. Wo er tatsächlich nie war. Also, wenn, war tatsächlich nur an einem Tag die Woche in Mineral Town. Und ich glaube, das war auch ein Remake. So gehen da gerade zufällig viele Leute vorbei. Ja, die Chris kommt da gleich vorbei. Ich öffne da einfach mal kurz den Stand, obwohl ich mit ihr halt echt keine Freundschaft brauche. Eigentlich gerade, ja. Ja, komm, dann komm mal her. So, was willst du denn? Guten Abend, ich möchte Nebelmond. Für dich nur 9. Das ist billig. Ja, freu dich. Ist halt einfach eine scheiß Blume, die ich mir aber aufgehoben habe. Ich hätte gerne Nebelmond. Ja, komm, für dich 9. Ach, das ist ja billig. Willst du noch einen Nebelmond? Verliebt. Für dich 9. Ah, ist das so billig. Da habe ich ein Schnäppchen gemacht. Da ich 3 schöne Blumen, die irgendwie wahrscheinlich schon verdorrt sind, weil die ein Jahr lang in meiner Tasche rumgammeln. Aber hey, was? Okay, ja, sie möchte was zum Abendessen kaufen. Sie hat ihr ganzes Geld jetzt für Blumen ausgegeben und jetzt denkt sie über Abendessen nach. Da hat jemand Prioritäten gesetzt. So, dann schaue ich mal, ob irgendjemand noch was zum. Ja, schauen wir uns erstmal zur Pflanze an. Dann schaue ich, ob irgendjemand was zum Mampfen braucht. Und dann kümmern wir uns um die Pflanzen. Hallöchen. Was gibt's denn? Hallöchen. Über Hunger habt ihr also was zu essen? Nicht im Moment. Es gibt wohl keine andere Wahl mehr im Übrigen. Das bleibt zwischen uns klar. Manchmal kommt der alte Takura mit bester Laune heim. Ein Grinsen von einem Ohr zum anderen. Wo er sich wohin geht, wo er sich so fröhlich stimmt. Wenn er mich doch noch einmal mitnehmen würde, sprichst du noch ein wenig mit mir sicher. Aha, du wirst jetzt noch mehr Geschichten von mir hören. Übrigens, brauchst du etwas? Frag ruhig. Ich will eigentlich reden. Du willst also mit mir reden? Frag mich. Jeden Tag ist es dieselbe Szene. Zumindest macht Reden noch Spaß. Sprichst du noch ein wenig mit mir sicher? Aha, du willst also noch mehr Geschichten von mir hören. Übrigens, hey, ich habe von einem Eltern-Kind-Paar gehört, das täglich zusammen joggen geht. Ich bin eifersüchtig. Ich dachte nie, dass ich mich bewegen könnte. Alle würden sich bestimmt immer wundern. Und das war's bis heute. Okay, du meinst praktisch den Wally und den Hugh. So, dann schauen wir mal rein zu unserem Küchchen, ob da irgendjemand was braucht. Da brauchen ja auch einige was. Wir sind schon am Pennen. Okay, ne? Habt ihr schon was Moon gehört? Natürlich erstmal die schwangere Kuh. Dann Ueno. Und dann hier hinten noch Bounty. Und Bounty kriegt natürlich auch wieder ein gutes Futter zusätzlich. Essmilch. Hier bei dir jetzt schon was Neues? Nee, sie ist nicht komisch, Leute. Ich glaube eher, dass. Da kriegen wir bald noch mal einen Nachwuchs. Ich kann natürlich schauen, ob ich sie über den Ding schwängern könnte, aber ich vermute wirklich, sie ist schwanger. So, einmal gießen. Überall schön gießen. Okay, dann verkauft mir einmal und dann schauen wir mal, wie viel Geld wir dann haben. Jetzt haben wir heute auch wieder ein goldenes Ei dabei. Okay, ein befruchtetes Ei.
Reiß da mich auf. 5 Eier. 4. Stammig S. Und ein goldenes Ei. Ja, 3600. Schaut mal, wie viel. Hier sieht man jetzt ganz deutlich, wie viel dieses gute Futter ausmacht. Das macht fast 900 aus und kostet 120 oder 100. Oder 200 maximal, aber macht so viel aus. Hm. 3000 noch. Also morgen können wir uns dann tatsächlich den Make-Raum leisten. Das ist so krass. Gegossen haben wir schon. Dann schauen wir noch mal kurz runter in die Stadt, weil ich möchte noch nicht um 8 Uhr schlafen gehen. Da kommt gerade der. Alle möglichen Leute vorbei. Schauen wir, ob wir was fest kaufen können. Wir müssen jetzt eigentlich wie ein Bumerang hier ankommen. Hätte er es wirklich davon gelaufen jetzt, oder? Der Gallen läuft auch davon, obwohl der es eigentlich gesehen haben müsste. Ach nee, der kommt da an. Moin, moin. Ich will gutes Futter. Was denkst du? Das ist nicht umsonst. Aber wenn es Geld kostet, will ich es nicht. Ich kaufe nichts, ja, okay. Kommt da irgendjemand? Aber nicht. Es ist jetzt warm. Ja, schön, das heißt auch jeden Tag also selber. Hey, da unten rennt wieder die Muffi. Also, sie schaut mir schon hinterher, oder? Ja. Seid ihr alle mit der Arbeit fertig? Ist es wärmer geworden, oder? Der Frühling lässt mich frei fühlen. Von irgendwelchen Freunden? Weil sie hatte ja immer irgendwie so eine Affäre mit irgendwelchen Typen und so und. Ja. Vielleicht Hakura, wer weiß. Hallo Nami. Bettelst du da? Ne. Wolltest du in die Bar gehen, aber durftest nicht rein. Guten Abend. In dieser Jahreszeit bin ich draußen spielen, ja. Die ist doch auch schon fast erwachsen, oder? Also die ist doch auch schon in so einem gewissen Alter, da wo man nicht mehr draußen spielt. Alter, die haben halt einfach so ein ganz fittes, immer langsam. Ja, ich möchte eigentlich eine Münze schenken, dass wir auch mal befreundet sind. Ja, was schmackhaft. Das ist eine Münze. Eine alte Münze. Er schaut mir hinterher. Laufen ist gut für den Körper. Ich gehe mal rein und raus. Vielleicht kriegen wir da was. Schauen wir mal. Ja. Wir kriegen jetzt was, was wir nicht brauchen. Wir kriegen was. Einfach mal zulabern. Nö, da ist jemand. Na, wie geht's? Du kommst gerade rechtzeitig. Sei so nett und nimm diesen Trimmer als Geschenk von mir an. Hu braucht ihn nicht mehr. Jetzt, wo er so hübsch ist. Ich denke, du kannst ihn bestimmt für was gebrauchen. Hä, warum sollte ein kleines Kind einen Trimmer brauchen? Ich habe Fragen. Bitte pass gut auf ihn auf und fort mit dir. Okay. Jetzt habe ich einen Trimmer. Läuft. Gut, dann gehen wir mal heim. Packen unseren Trimmer weg und gehen schlafen. Ist ja fast schon 10. Bis wir den weggepackt haben, ist dann halb 10 und schauen wir noch ganz kurz zu unseren Kühen rein, ob die vielleicht noch was brauchen. So. Trimmer. Ja.
Hier, die Regale füllen sich. Okay. Nee, ihr seid alle glücklich. Gut, dann gehen wir jetzt in unser Haus. Celia pennt noch nicht. Nee, die pennt noch so. Bin endlich mit der Hausarbeit fertig. Die Frau. Wahnsinn. Danke, okay, das ist mein Glückssack. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ich speichere jetzt aus dem Grund, weil wir aufhören. Und sonst ist das immer verwirrend für mich, ob wir jetzt schon geschlafen haben oder nicht. Okay, das war's dann mit der Folge. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, have a wonderful life. Bis dahin, bye.